So, diesmal leider mal ein Video im Liegen. Ich komme gerade vom Laufen und bin ja würde mich jetzt gerne davon ausruhen erstmal, aber sonst kommt das Video nie zustande. Ich habe es vorhin schon mal gedreht, war aber noch nicht fertig und hatte schon wieder 20 Minuten. Ich habe einfach viel zu viel gelabert. Eigentlich wollte ich nur kurz und knackig eine Liste geben. Ich habe 500 Seiten durchstudiert, wieder von einer Umweltorganisation, die Obst und Gemüse auf Pflanzenschutzmittelbelastung getestet hat und habe mich da wirklich durchgefuchst und alles Wichtige halt rausgezogen und das wollte ich dann kurz präsentieren. Ich werde das jetzt aber nicht mehr so krass machen. Ich werde euch einfach nämlich eine sehr kurze Liste stellen, in die Infobox stellen, zu welchem Obst und Gemüse ihr ja, worauf halt zu achten ist, also das heißt, welche Sorte und welches Land da halt ganz gut sind oder welche Kombination davon. Ich kann mal kurz ein Beispiel geben, dass Zitrusfrüchte zu 37% stark belastet sind, aber nur zu 10% in akzeptablen Belastungsstufen sind. Und ja, ich werde halt jetzt nicht mehr ganz drauf eingehen, sondern wirklich nur das mein Ergebnis vorstellen, dass ich Zitrusfrüchte konventionell in keiner Kombination empfehlen kann. Das Einzige wäre zur Not, wenn er wirklich drauf pocht, sozusagen, auf eine dicke Schale zu achten. Die gibt's aber leider fast in keinem Supermarkt. Und das dann auch noch zusätzlich zu entsaften und dass sie aus Italien ist. Und am besten sogar noch nicht die Sorte Valencia hat oder Navel hat. Weil das sind wirklich die am stärksten belasteten. Und Spanien ist sowieso unten durch. Da könnt ihr Zitrusfrüchte machen, aber da wollt Spanien niemals. So, das kurz zu Zitrusfrüchten. Bei Äpfeln nur die Sorten Holsteiner Cox, Boskop und Cox Orange. Ach ja, genau, auch die Sorte Fuji aus China. Jona Prinz und eventuell noch Pink Lady und Pinova sind die Sorten, die in den, ja, entweder gar nicht oder nur schwach belastet sind, die ich empfehlen könnte. Ansonsten gibt es auch nicht mehr, die im Handel wären, in Supermärkten. Ja, alles andere ist sehr stark belastet, aber deutsche Äpfel sind generell deutlich weniger belastet. Birnen, auf keinen Fall aus Italien, alles aus Italien ist richtig hardcore-mäßig belastet an Birnen, aber wirklich richtig. Also letzte Belastungsstufe auch. Die deutschen Birnen sind allgemein wenig bis gar nicht belastet. Aber da würde ich trotzdem die Sorte Conference nehmen, weil die Sorte Conference ist eigentlich nie wirklich belastet und schmeckt auch eigentlich ziemlich gut. Trauben ist was komplexer, da hat man halt helle, rote und blaue Trauben, das schreibe ich euch wirklich in die Infobox. Das ist eine komplexe Geschichte, auch im Zusammenhang mit den Ländern. Auf jeden Fall Trauben einfach nie einfach so kaufen, da ist die Chance sehr hoch, dass sie stark belastet sind. Ich habe letztens eine belastete Sorte gegessen, habe ich sechs Trauben von gegessen. Und einen Tag lang habe ich mich davon runtergezogen gefühlt. Aber ich habe halt wirklich nur sechs gegessen. Und die waren zumindest aus Südafrika, wo 62% von fast gar nicht belastet sind. Aber nicht in Kombination mit der Sorte, die ich hatte. Und ich habe davon dann Augenringe bekommen. Und einen Tag lang ging es dann halt nicht so gut, sage ich mal. Hätte ich davon eine ganze Packung gegessen, das hätte mich weggefegt. Aber ich habe es dann halt auch wirklich gemerkt, dass das im Rachen bei mir dann wieder gebrannt hat. Das habe ich bei Zitrusfrüchten auch, bei konventionellen, auch wenn ich die teilweise auch wenn ich die entsafte. Das sind immer ein Zeichen, dass da halt wirklich reizende Chemikalien drin sind, die dann schon den Rachen reizen. Muss man dann halt wirklich ein Körpergefühl haben. Aprikosen, ja, sowieso gerade nicht die Zeit, das schreibe ich euch in die Infobox. Kirschen sind meist belastet. Nektarinen sind meist belastet. Pfirsiche. Pflaumen sind eigentlich ganz gut, aber die sind meist oder oft unreif, werden die angeboten und reifen nicht nach. Ich habe aber auch teilweise schlechte Erfahrungen mit Pflaumen gemacht bezüglich Vergiftung, kann aber auch Zufall sein. Schreibe ich euch in die Infobox. Erdbeeren aus Deutschland bitte überhaupt nicht kaufen, auch wenn es regional ganz geil ist und ich mich eigentlich auch drauf gefreut hatte. Aber Erdbeeren aus Deutschland sind sehr, sehr stark belastet. Würde ich wirklich die Finger von lassen, auf alle Fälle. Dann ist wirklich nichts essen deutlich gesünder, egal in welchem Vergiftungszustand man sich gerade befindet. Selbst als Hardcore-Fleischesser würde ich die Finger von lassen. Aber aus Marokko und Niederlande sind die zum Beispiel eigentlich essbar. Also ich habe welche aus
Spanien letztens gegessen, also eine Schale, und davon musste ich circa 1,5 Tage entgiften, und ihr würdet das wahrscheinlich gar nicht merken, deswegen kann ich auch Spanien und Ägypten eigentlich auch empfehlen. Ja. Brombeeren kann ich empfehlen, aber die gibt es dann auch, wenn halt Saison ist, überall zu sammeln. Die sind zu 80% nicht belastet, Himbeeren zu 70% nicht, Blaubeeren zu 87% nicht, sind aber extrem überteuert. Ein Schelm, wer da einen Zusammenhang sieht, dass das nicht belastete Obst das teuerste ist, zufälligerweise. Oder dass man halt sich wirklich durch 500 Seiten lernen muss, damit man halt wirklich rausfindet, welches davon nicht belastet ist. Ja. Aber das schmeckt auch meistens überhaupt nicht. Also ich muss das wieder ausspucken. Die Blaubeeren, Himbeeren kann ich also auch nicht empfehlen wegen dem Geschmack, wegen des fehlenden Geschmacks. Johannisbeeren kann ich nicht empfehlen. Keine Belastung, also zu 80% keine Belastungen sind Kaki, Feigen, Kumquats und Sternfrüchte. Das ist aber eine zusammengefasste Gruppe. Kakis zum Beispiel sind zu 100% nicht belastet. Die Saison ist aber leider vorbei. Kiwi und Litschi sind zu 63% null belastet. Kann man mit Ausnahmen sozusagen empfehlen. Papaya ist eingeschränkt zu empfehlen, 40% sind in den letzten Belastungsstufen, 40% allerdings in den ersten. Granatäpfel sind extrem schlimm, auf alle Fälle die Finger von lassen, konventionell. Chirimoya sind zu 100% nicht belastet. Ananas und Banane sind in Ordnung, nein, Quatsch, sind nicht in Ordnung, das habe ich nochmal nachträglich nachgeguckt. Die sind schwach belastet bis mittelbelastet. Kann ich konventionell nicht empfehlen. Avocado und Mango sind nicht so gut. Kann ich eigentlich auch nicht empfehlen. Die Mangos sind so meistens gekocht. Die Avocado kann man zur Not mal nehmen. Konventionell kann ich aber nicht empfehlen, sag ich mal. Kartoffeln sind zu 93% Belastungsstufe 0 bis 1. Frühkartoffeln zu 100% nicht belastet. Frühkartoffeln kann ich allgemein sehr, sehr stark empfehlen, weil die auch deutlich weniger Stärke enthalten als normale Kartoffeln. Also wirklich deutlich weniger Stärke. Wenn man die dann noch backt, dann ist das wirklich ein sehr gutes Lebensmittel für die Übergangskost. Karotten kann ich nicht empfehlen, sind zu 50% circa in den letzten Belastungsstufen, aber auch zu 50% in den weniger belasteten Stufen. Am allerbesten ist aber wirklich hier Deutschland und ohne Grün. Also aus Karotten, die sind nämlich öfters nicht aus Deutschland, da wirklich nachgucken, aus Deutschland ohne Grün, wo das Grün dann belastet ist. Die sind zu 75% in den Belastungsstufen 0 bis 2. Ich habe aber mit regionalen deutschen nicht grünen Möhren mal schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen nehme ich das für mich selber nicht. Also wie nennt man es, dieses Risiko in Kauf nehme ich nicht für mich. Zwiebeln sind zu 97% gar nicht belastet. Gurken sind zu 74% nicht belastet. Und die Deutschen sind da am besten, Niederländische gehen auch. Zucchini sind zu 90% nicht belastet, Paprika zu 78% nicht belastet. Also bezieht sich halt, wie gesagt, alles auf Pestizide und Pflanzenschutzmittel allgemein, nicht auf Tierdüngung und Nitratbelastung. So ist zum Beispiel auch Spinat und Brokkoli zu nahezu 100% absolut nicht belastet, aber halt mit Nitrat und Tierdüngung, wahrscheinlich zumindest. Tomaten, da ist ein bisschen. Ja, geht eigentlich. Also Cherry-Tomaten auf keinen Fall, sind zu über 50% stark belastet. Rissen-Tomaten auf keinen Fall, Roma-Tomaten auf keinen Fall. Nur Fleisch- und Rundtomaten sind zu 75% nicht belastet. Sind dann aber auch meist teurer. Brokkoli, Kohlrabi, Blumenkohl, Kohlgemüse allgemein, wir sind Grünkohl, Weißkohl, Rotkohl, sind zu 94 bis 100% nicht belastet, außer Chinakohl, aber da weiß ich es ja wieder nicht mit Nitrat und Tierdung. Spinat genauso. Feldsalat extrem stark belastet, also jeder Salat ist extrem stark belastet, wirklich extrem stark, außer Salatherzen, Schrägstrich, Romana-Salat. Das kann man noch empfehlen. Chinakohl ist übrigens auch belastet. Chicorée ist gering belastet. Also Chicorée, Kohlgemüse und Romanensalat kann ich empfehlen. Und auch Spinat. Kräuter, Basilikum und Petersilie sind meistens nicht belastet. Spargel ist zu 97% rückstandslos. Stangengemüse wie Sellerie, Rhabarber, Fenchel sind auch sehr gut. Lauch ist eventuell nicht so gut.
Champignons sind zu 88% rückstandsfrei. Meiner Erfahrung nach wird aber mein Urin danach stinkig davon. Das heißt, das ist ein Anzeichen von Entgiftung. Allerdings kann man das ab und zu mal machen und ich merke da auch wirklich sehr wenig Entgiftungssymptome her, außer halt dieser Urin, aber ich merke halt davon nichts Wirkliches, trotz der hohen Sensibilität, die Reinheit mit sich bringt. Und noch eine kurze Info, die allgemeine Belastung von Außengemüse ist von 2007 bis 2009 um ungefähr 50% zurückgegangen. Das war sehr positiv. Quelle werde ich euch noch mit reinschreiben.